Heute wird es einen gemischten Haul für euch geben, und zwar überwiegend aus der Drogerie. Ich habe mir Pflegeprodukte gekauft sowie dekorative Kosmetik und ich habe mir ein bisschen was an Fashion gekauft. Das wollte ich euch heute in diesem Video zeigen. Und die liebe Steffi vom Kanal Mamako Beauty wird heute auch ihren Haul zusammen mit mir hochladen. Sie hat auch ein bisschen was Gemischtes und ich bin schon ganz gespannt. Von ein paar Schätzchen weiß ich schon, aber die Steffi, die fixt mich immer so unheimlich an mit ihren tollen Videos und da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Ich gehe schwer davon aus, dass ihr die liebe Steffi schon kennt. Falls nicht, ich verlinke euch natürlich den Kanal unten in der Infobox bzw. ihren Haul. Und ja, schaut auf jeden Fall vorbei und lasst ihr liebe Grüße von mir da, auch wenn ihr sie schon kennt. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, was ich mir so gekauft habe, dann bleibt jetzt dran. Wir legen los. Ganz viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, ihr könnt heute in diesem Video noch etwas gewinnen, was ganz, ganz toll ist. Da kommen wir dann im Anschluss noch dazu. Jetzt zeige ich euch erstmal die Sachen, die ich geshoppt habe. Und zwar, ja, war ich bei DM und da ist mir eine LE ins Auge gestochen, für die ich aber wenig Zeit hatte, denn ich bin immer nur reingerannt, habe das Nötigste gekauft und bin wieder raus. An dem einen Tag habe ich mir aber besonders viel Zeit genommen und ja, stand davor und war total geflasht. Ich habe davor noch die Steffi gefragt, was ich mir Besonderes denn noch anschauen soll. Denn die liebe Steffi hat schon ein Video darüber gemacht und ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich alle schon denken, welche LE ich meine. Und zwar ist es diese hier, die Beauty Ghost Safari LE von P2. Ich war total geflasht, als ich vor dem Display stand. Ihr wisst ja, dass ich jetzt nicht so die LE-Jägerin bin, also das gar nicht. Aber bei der hier war es halt so, dass sie halt förmlich nach Urlaub schreit, nach Sonne, nach Meer, nach gebräunter Haut und ja, die Farben mir einfach total zugesagt haben. Und die Steffi hat mir dann ja was ganz Besonderes empfohlen, weil sie kennt mich ja auch schon eine ganze Weile und ich muss sagen, sie lag mal wieder richtig. Und zwar ja, hat sie gesagt, ich soll mir diesen Chubby mal anschauen, also diesen Bronzing Chubby. Das habe ich dann auch gemacht, im Laden habe ich ihn geswatcht. Ich habe dann die 020 Savannah genommen und als ich zu Hause war und den aufgemacht habe, ist mir ein wahnsinnig toller Duft entgegengekommen. Also es riecht total nach Kakao, muss ich euch sagen, wobei hinten drauf nichts von Kakao steht, also keine Ahnung. Also da hat das Produkt auf jeden Fall schon mal 100 Punkte von mir. Ihr wisst ja, was Gerüche, Düfte betrifft, da bin ich total eigen und sehr speziell. Also es kommt mir nichts ins Gesicht, was sehr komisch duftet. Und ja, bei diesem Produkt hier ist es eben nicht der Fall. Es hat einen Lichtschutzfaktor von 15 und ich bin wirklich total zufrieden. Also es ist auch jede Menge Produkt enthalten, also 13 Gramm. Kostet knapp 5 Euro, ist zwar eine Stange Geld, aber da wird man auf jeden Fall sehr lange seine Freude dran haben. Er ist sehr, sehr cremig, vom Auftrag her wirklich ganz, ganz wunderbar, ganz butterweich. Und er lässt sich halt schön verteilen, verblenden dann quasi. Ich mache das dann immer so mit dem Finger. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, Mensch, mit so cremigen Produkten kann ich nichts anfangen, dann wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also mir ging es so, als ich meinen ersten Creme-Blush gekauft habe, da wusste ich auch nicht so recht, wie ich den auftragen soll. Irgendwann bin ich dahinter gekommen und deshalb mag ich halt solche Produkte. Und ja, ich bin also total begeistert. Schaut ihn euch mal an, wenn ihr auf solche Produkte steht. Wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Und dann kommen wir schon zum nächsten tollen Produkt, das die Steffi mir auch empfohlen hat. Und zwar, ja, ist es dieser Face Bronzer. Allein von der Verpackung her, ihr könnt schon sehen, wieder der totale Hingucker. Ich kleines, ja, Verpackungsopfer. Aber vom Produkt her an sich ist es auch, ja, ein absolutes Top-Produkt, wie ich finde, denn der Bronzer an sich ist ja sehr, sehr schön aufzutragen. Also mir gefällt er total gut. Auch wieder mit diesem ja, Muster innen drin, erinnert halt total an Safari, klar, logisch. Allerdings war es halt so, als ich ihn gekauft habe, dass das hier innen diese Stanzung mit Gold war. Und da habe ich mir auch erst gedacht, hm, ja, was will ich denn damit? Dann habe ich hier so goldene Balken, das will ja kein Mensch. Nein, es war so, dass ich das nach dem ersten oder zweiten Mal ja, abgetragen hat. Also ich bin ja dann mit so einem großen Pinsel rein und dann war das verschwunden. Ne? Es gibt davon auch noch einen Body Bronzer, den habe ich jetzt nicht genommen. Das ist auch so ein riesengroßes ja, Produkt. Auch nochmal eine Überlegung wert. Ich habe mich jetzt erstmal dafür entschieden und wie gesagt, ich bin total begeistert. Den trage ich heute auch. Und was ich noch heute trage, ist ein Blush. Und zwar dieser hier. Der nennt sich jetzt Savannah Sunset Duo Blush 020 Summerly Rush. Auch wieder dieselbe Verpackung und ganz, ganz toll. Hat halt zwei Farben und wenn man dann mit einem großen Pinsel eben reingeht, hat man diese zwei Farben, die total gut aufeinander abgestimmt sind, wie ich halt finde. Mir gefällt er halt total gut. Ich trage ihn heute auch. Man könnte natürlich auch die Produkte einzeln verwenden, aber das mache ich nicht, weil ich habe halt so einen großen Pinsel und dann
würde es mich halt nerven, wenn ich erst nur so ein bisschen bei dem reingehe und da, also das ist total doof. Was ihr noch machen könnt mit dem Produkt, das habe ich auch schon gemacht, ihn als Lidschatten zu verwenden, finde ich, geht auch total gut. Da gefallen mir halt die Farben auch sehr, sehr gut, sind sehr, sehr gut pigmentiert und ja, sieht dann halt einfach schön aus, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und was ich mir dann noch gegönnt habe, sind diese Tattoos. Allerdings ist es so, dass ich an denen wirklich dreimal vorbeigelaufen bin und es mir dann nochmal überlegt habe, als ich zu Hause war, weil ich gedacht habe, wann soll ich mir das drauf machen, ne? Ist vielleicht nicht so mein Alter gerecht, aber ja, es ist mir irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen und ich kann es mir jetzt doch ganz, ganz gut vorstellen. Diese Kette hier jetzt zum Beispiel eher nicht, also ich könnte hier nicht mit so einem riesen Tattoo rumlaufen, ich habe mir das aber anders überlegt. Ja, ich werde mir das so ein bisschen zurechtschneiden, ein bisschen rumexperimentieren, ich freue mich auf jeden Fall drauf, bin schon ganz gespannt. Dann habe ich mir aus der LE noch ein Produkt gekauft, das ist hier in der Box. Ich würde es euch aber gerne im Ganzen zeigen, da kommen wir gleich dazu, ihr versteht es gleich besser. Von Essence habe ich mir dann noch einen Lidschatten mitgenommen und zwar aus der Love & Sound LE. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, was ihr denn denkt, welche Farbe ich mitgenommen habe. Und tatsächlich haben einige von euch diesen Farbton hier genannt. Und zwar ist es die 01 Glasstone Berry und oh mein Gott, ich bin so verliebt in diesen Lidschatten. Die sind halt wirklich der Wahnsinn für den Preis. Die sind übrigens bei uns auch schon reduziert. Also falls es euch interessiert, geht mal los. Vielleicht ist es bei euch auch schon reduziert. Ihr seht schon den Farbton, also es ist absolut meins. Von Maybelline habe ich ein Color Tattoo. Das kommt dem sehr, sehr nahe und ja, gefällt mir eben sehr, sehr gut und für den Preis. Also da ist ja Essence für bekannt. Quasi Preis-Leistung einfach top. So, dann kommen wir mal zu Pflegeprodukten. Ich habe mir von Kneipp wieder dieses hier nachgekauft und zwar ist es mein Hautöl. Mandelblüten, Hautzart, Spezialpflege. Es ist ja für sensible Haut und für trockene Haut geeignet. Also es ist eine Spezialpflege, wobei ich das nicht brauche. Ich mag es halt total vom Duft. Wenn ich das nach dem Duschen auftrage, zieht es total schnell ein und es riecht halt unheimlich gut. Es ist mit knapp 5 Euro nicht so günstig, aber wie gesagt, ich habe es mir nachgekauft, weil ich einfach total zufrieden bin. Ich muss jetzt allerdings mal schauen, wie sich es dann im Sommer verhält. Nicht, dass es dann so klebrig ist. Also da werde ich mal schauen, werde ich euch darüber berichten und wie gesagt, habe ich mir schon nachgekauft. Dann bin ich im Moment total auf dem Maskentrip. Also ich bin maskensüchtig im Moment. Meine Freundin hat mir eine empfohlen, die ich so irgendwie noch nie auf dem Schirm hatte. Was mich aber nicht wundert, weil unsere Masken ziemlich weit unten sind und diese hier bei den Balea-Produkten ist. Also da konnte ich sie auch irgendwie nicht sehen. Und zwar ist es die Aquatuchmaske. Ich verwende die super gerne morgens. Dann darf der Postbote allerdings nicht klingeln, weil man ziemlich komisch aussieht. Aber das ist ja bei allen Masken so. Da ist quasi ein Tuch drin. Das ja, legt ihr euch aufs Gesicht. Dann sind dann so Aufsparungen für die Augen, für die Nase und für den Mund. Dann lasst ihr das eine Weile drauf. Ich meine so 10 Minuten. Und das restliche Produkt könnt ihr euch dann sanft einklopfen. Bei mir ist da meistens nicht so viel übrig. Scheinbar braucht meine Haut sehr viel Feuchtigkeit. Und deshalb habe ich mir diese hier auch noch nachgekauft. Und zwar habe ich euch die auch schon gezeigt. Von Schabens, die Feuchtigkeitsmaske, die riecht halt so unheimlich gut und ja, so nach Gurke, hört sich komisch an, aber die kaufe ich mir immer wieder nach. So, meine Lieben, und jetzt zeige ich euch, was in meiner famosen Box ist. Und zwar ist darin enthalten mein Muttertagsgeschenk. Ja, meine Mäuse wollten mit mir zu DM und wollten mir ein bisschen was kaufen. Und nachdem sie ja wissen, dass ich schon einiges habe, wollten sie mich lieber dabei haben. Außerdem musste ich ja an der Kasse bezahlen. Meine Kinder verdienen ja noch kein Geld sozusagen. Aber sie haben es mir geschenkt und ja, deshalb wollte ich es euch zeigen hier in diesem Haul. Und deshalb kommen wir jetzt mal dazu. Erstmal noch aus der LE eben von P2, die Beauty Go Safari. Da hat der Moritz mir diesen türkisfarbenen, ja, wunderschönen Nagellack mitgenommen. Ich stehe halt total auf Türkis. Es ist die Farbnummer 040 und der changiert so ein bisschen ins Goldene. Also richtig tolle Farbe, habe ich mich super doll drüber gefreut, dass der Moritz mir den ausgesucht hat. Ja, dann hat der Moritz mir noch dieses Bronzing Powder von Essence ausgesucht. Habe ich mich total gefreut, weil mir die Einstanzung so gut gefällt. Ich bin ehrlich mit euch. Und zwar sind ja hier diese Flipflops drauf. Ich traue mich gar nicht, mit dem Pinsel reinzugehen. Also ich kann euch somit nicht so viel über das Produkt sagen. Es ist die Farbnummer 01 Glow of My Life. Auf jeden Fall habe ich mich total gefreut, als er es mir geschenkt hat. Ich werde euch aber darüber berichten. Ja, als nächstes war er ganz stolz, weil er mir dieses hier ausgesucht hat. Und zwar von L'Oreal, ein BB-Stick. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich ziemlichen Respekt davor habe, es zu verwenden. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich ja, damit klarkommen werde. Ich will mal sehen, wie sich so verhält. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr es euch gekauft habt. Ja, hinterlasst mir das sehr, sehr gerne mal in den Kommentaren, ob ihr euch das traut. Ja, ich bin auf jeden Fall
gespannt und werde euch auch darüber berichten. Und dann ist jetzt hier in meiner Box noch was selbst gebasteltes. Das hat Alessandro aus Filz gemacht. Da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Der Luki hat mir dann noch ein Eau de Toilette gekauft von Playboy. Habe ich mich natürlich auch sehr drüber gefreut. Ja, dann haben meine Jungs die Mädels angeschrieben aus meiner WhatsApp-Gruppe, was sie denn meinen, was die Mama gerne auf den Lippen trägt. Und es war so goldig. Dann meinten die Mädels, naja, schaut halt mal so nach dem Kylie Jenner-Look, die und die Farbe müsst ihr da nehmen. Und dann haben die total dirigiert zum Essensregal und so weiter. Also die Sandy und die Myra Joanne, die kennen sich ja total super aus, also so richtig mit Farbnummern aus dem Kopf und so weiter, war total goldig. Und meine Jungs haben mir dann tatsächlich zwei Lippenstifte gekauft. Und zwar ist es zum einen die 07 Natural Beauty von Essence. Total cool. Gefällt mir richtig gut. Also das ist voll der Kylie Jenner Look. Also da haben sie wirklich ins Schwarze getroffen. Ja, dann haben sie mir noch diesen hier ausgesucht von P2. Die Farbnummer 048 Lovely Trust. Also auch der perfekte Farbton für mich. Gefällt mir auch wahnsinnig gut. Und passend dazu dann noch den Lip Liner von P2, und zwar Perfect Color Lip Liner in der Farbnummer 130 First Lady. Also passend zu allen beiden Lippenstiften, also richtig genial. Wie gesagt, die Mädels, die kennen sich richtig gut aus. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Und der Moritz, da er mich so gut kennt, hat er sich gedacht, die Mama braucht noch einen Lipgloss. Und der reiht sich quasi zu meiner Kollektion. Ihr wisst ja, dass ich die total gerne habe von Essence, diese XXXL Shine Lipglosse. Hier hat er mir die Farbnummer 022 Nude Kiss ausgesucht. Passt auch sehr, sehr gut zu diesen Lippenstiften. Und zwar habe ich mir den auch schon leicht dann drauf getupft, also den Lipgloss über den Lippenstift. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem meiner Lieblingsprodukte. Dazu muss ich euch aber noch kurz was sagen. Ich hatte den Alessandro mit dabei im Büro und unser DM, der ist nur zwei Häuser weiter. Er wollte dann Geld von mir und ist dann zum DM gerannt. Die Verkäuferin hat mir das dann ein paar Tage später erzählt. Er hat nämlich die Verkäuferin gefragt, ob sie ihm helfen könnte, einen Nagellack zu finden, der von Essie ist und der irgendwas mit Blumen auf Englisch zu tun hat. Und ist es nicht goldig? Also als sie mir das erzählt hat, wie gesagt, ein paar Tage später, oh, ist mein Herz so aufgegangen. Also er hat sich das gemerkt quasi, dass mir der Nagellack sehr gut gefällt. Ich wurde nämlich total angefixt auf Instagram, habe aber mich geweigert, ihn zu kaufen. Und dann ist mein Alessandro losgegangen und hat ihn mir gekauft. Und zwar ist es dieser hier. Ja, von Essie eben, wie gesagt, der Florista und auf Englisch eben Blumen. Also ne, es ist halt ein Kind und er hat es dann halt damit assoziiert. Und ich trage ihn heute auch auf meinen Nägeln und halt ihn in Ehren, weil der Alessandro so tapfer losgegangen ist für mich in den DM und hat die Verkäuferin gefragt. Also da war ich auch ganz, ganz stolz. Ja, meine Lieben, das waren die Sachen zu meinem Muttertag quasi. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich packe sie hier mit in den Haul. Und jetzt zeige ich euch noch ganz geschwind meine Fashion-Sachen. Beziehungsweise ich habe noch ein Glas vergessen. Das hat der Alessandro mir auch noch bei DM mitgenommen. Da waren nämlich die Lippenstifte drinnen. So als Verpackung fand ich das auch total goldig. Und jetzt zeige ich euch noch ganz schnell die anderen Sachen. Und zwar habe ich euch ja vor kurzem einen Fashion-Haul hochgeladen. Und da habt ihr bestimmt gemerkt, wie sehr ich auf Blautöne stehe. Beziehungsweise auf Maxi-Kleider. Ja, und da habe ich noch passende Schuhe dazu gesucht. Und habe diese hier gefunden. In dem Fall hier jetzt von Tommy Hilfiger. Ihr seht schon, ein richtig schöner, blauer, dunkler Ton mit braunen Riemchen. Und ja, mir gefallen sie halt super gut, denn ich habe schon die Erfahrung mit diesen Schuhen hier gemacht. Ich habe sie mir im letzten Jahr nämlich schon gekauft. Und zwar in dieser Farbe hier. Und ich bin sehr zufrieden. Sie sind zwar sehr hoch, also sie sehen hoch aus, aber sie sind super bequem. Strecken schön das Bein. Also ich mag sie super gerne. Und ich habe bezahlt 69,95 Euro anstatt 79,95 Euro. Und dann als Alternative habe ich mir halt gedacht, wenn es mal schnell gehen muss mit den Kindern, nehme ich mir noch ein paar Ballerinas mit. Und zwar diese hier, auch von Tommy Hilfiger. Einen schönen Leinenstoff haben die und sind halt auch dunkelblau. Und dann habe ich mir noch eine Kette gekauft, die trage ich heute auch. Und zwar ist es diese hier. Ich zeige euch die mal in Nahaufnahme. Ich stehe halt im Moment total auf diesen Boho-Style und ich mag ja Federn im Allgemeinen sehr, sehr gerne. Ihr seht ja, ich trage die ja auch immer. Allerdings trage ich immer nur ein Ohrring und an dem anderen Ohr mache ich mir dann nur einen kleinen Ohrring rein. Und bei der Kette ist es halt so, dass sie 16,95 Euro gekostet hat. Nicht gerade günstig, aber durch dieses Lederband hier das Ganze nochmal aufgewertet wird. Und ich finde, sie ist es auch
auf jeden Fall wert. So, meine Lieben, das war es soweit erstmal von meinem Haul. Jetzt kommen wir mal zu euch. Und zwar habe ich ja was für euch, hatte ich euch ja versprochen. Zum einen hat mir L'Oreal was zur Verfügung gestellt. Und zwar, ja, diese Foundation hier. Es ist so, dass ich die momentan bei Instagram verlose. Also, falls es euch interessiert, falls ihr die schon immer mal testen wolltet, ich habe 4 verschiedene Farbnuancen. Ja, dann schaut auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei. Da würde ich mich total freuen, wenn ihr mitmacht. Ja, das ist diese Indefectible Matte. Genau, das habe ich jetzt noch nicht dazu gesagt. Falls es euch interessiert, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und dann habe ich noch was bekommen von L'Oreal. Und zwar was ganz Besonderes. Ich bekomme nämlich diese False Lash Superstar Mascara. Ja, finde ich total klasse. Ich habe auch eine davon bekommen. Und ja, ihr habt jetzt quasi die Möglichkeit, diese 2 hier zu gewinnen. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr mitmacht. Alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch unten in die Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten war es jetzt von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war eine kleine Inspiration dabei. Dann geht mal los, geht mal gucken. Vielleicht gefällt es euch ja dann auch so gut wie mir. Und ich wünsche euch jetzt noch alles, alles Gute. Vergesst nicht, bei der lieben Steffi vorbeizuschauen, beziehungsweise bei meinen Mädels, die ich euch unten in der Infobox verlinke. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!